Christian Ilzer, in der letzten Saison noch die erfolgreichste Clubgeschichte absolviert mit dem WRC. Damit haben Sie das Interesse mehrerer Vereine geweckt, wie man gehört hat. Sie haben sich dann für die Wiener Austria entschieden. Was waren letztendlich die Beweggründe, zu den Veilchen zu gehen? Ja, nochmal zum WRC. War ein super Jahr, letzte abgelaufene Saison. Wiener Austria ist, glaube ich, ein Traditionsverein in Österreich, ein Verein, ja, Rekordtitelträger. Ich denke, wenn man diese Möglichkeit kriegt, da braucht man nicht lange zu überlegen, und genauso war es dann auch in meinem Fall. Wie waren Ihre ersten Eindrücke vom Umfeld bei der Wiener Austria? Haben Sie sich schon gut eingelebt in Wien? Ja, habe mich gut eingelebt, habe bei meiner Unterschrift schon ein gutes Gefühl gehabt, und dieses Gefühl hat sich jetzt in den letzten Wochen bestätigt. Bin sehr froh, da zu sein. Mannschaft, Verein hat mich sehr gut aufgenommen. Von Anfang an habe ich Vertrauen gespürt, habe sehr schnell einen Draht zur Mannschaft gefunden, und wir haben jetzt 3 intensive Wochen hinter uns und, denke ich, sind schon ein paar Schritte weitergekommen. Du musst in deiner Idee klar und nachvollziehbar sein, es muss alles sitzen. Das ist ein Zitat von Ihnen aus einem alten Interview. Stichwort alles sitzen. Sitzt schon alles bei Ihren neuen Spielern? Wissen Ihre neuen Spieler schon, was sie von Ihnen wollen? Ja, Zeit ist immer so ein strapazierter Begriff im Fußball. Du hast genauso lang Zeit, bis das erste Pflichtspiel ansteht. Und ich glaube, wir sind da absolut bereit für den Cup-Auftakt am Samstag in Köttmannsdorf. Und ja, nachvollziehbar zu sein, überzeugend zu sein, denke, das sind schon Trainertools, die ganz wichtig sind, um auch diesen Draht zur Mannschaft von Anfang an herzustellen. Gab es da Punkte, auf die Sie in der Vorbereitung besonders Wert gelegt haben, die Schwerpunkte gesetzt haben sozusagen? Ja, es gibt immer wieder Schwerpunkte, die man sich halt zu setzen hat, vor allem wenn man neu mit einer Mannschaft zusammenkommt. Wir wollten von Anfang an guten Spirit, eine gute Mentalität in die Truppe bringen, mit richtig guter Einstellung die Trainings bestreiten, dann natürlich auch so Prinzipien, die wir uns für die unterschiedlichsten Spielphasen vorgenommen haben, dass wir die so schnell wie möglich dann am Platz sichtbar werden, und da denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Der Prozess ist zwar noch lange nicht abgeschlossen, aber wir sind ganz gut unterwegs. Sie setzen auf ein 4-4-2-System mit Raute, das ist ähnlich wie beim WRC. Offensiv ausgerichtet, darf man sich eine offensivere Austria in den letzten Jahren erwarten? Also es gefällt mir sehr, sehr schwer, immer die Arbeit meiner Trainerkollegen zu beurteilen, weil jeder Trainer versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Ich bin jetzt seit Juni Trainer bei der Austria und versuche das auf meine Art und Weise zu machen und das Beste aus und das Maximum aus meinen Spielern, aus dem Verein rauszuholen. Und ja, da habe ich meinen Stil, meine Herangehensweise. Ich möchte natürlich eine sehr aktive Wiener Austria sehen in allen Phasen des Spiels. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir das der Mannschaft so schnell wie möglich einbrennen. Die Transfers in diesem Sommer wurden recht schnell abgewickelt. Die waren alle sehr schnell unter Dach und Fach. War Ihnen das auch wichtig, dass alle Spieler schon zu Beginn der Vorbereitung da sind? Ja, wenn man Entscheidungen, was jetzt die Kaderpolitik betrifft, wenn man die schnell treffen kann, weil man überzeugt ist von diesen Verpflichtungen, dann ist es natürlich besser, ist natürlich sehr, sehr gut und vorteilhaft, wenn das am Beginn des Trainings statt schon dann soweit ist. Steht schon fest, wer in der neuen Saison das Tor hüten wird bei der Wiener Austria, Patrick Benz oder Ivan Lucic? Ja, wir haben sehr, sehr gute Torhüter. Also der Mirko Kost zählt noch zum Tormann-Team. Ich denke, jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, dann werden wir uns entscheiden, wer dann im Cup das Tor hütet. Und ja, wie ein Feldspieler muss ich auch der Tormann Woche für Woche beweisen. Letztes Jahr hat die Austria mit einer sehr durchwachsenen Saison den 4. Platz erreicht. Da muss man schon fast sagen, wenn ihr eine gute Saison spielt heuer, was ist denn da drinnen? Wir wollen einmal eine gute Saison spielen. Ich denke, die Qualität, die wir Tag für Tag aufs Trainingsfeld bringen, die Intensität, Leidenschaft, die Einstellung, die wir mitbringen, wird dann am Ende entscheiden, wie weit wir auf unserem Weg kommen. Der Anspruch der Austria Wien ist selbstverständlich immer, der ist da. Wir wollen einen internationalen Startplatz, wir wollen das auch mit einem Stil, mit einem Wiedererkennungswert erreichen. Und wenn wir diese Ziele erreichen, dann können wir, denke ich, am Ende der Saison von einer erfolgreichen sprechen. Ja, und abschließend, Sie haben es mit dem WRC in die Europa League Gruppenphase geschafft, Sie haben sie zumindest hineingeführt. Ich nehme an, dass das mit der Wiener Austria jetzt auch klappen sollte, oder Europa League Qualifikation erfolgreich bestehen.
Ob das klappen sollte, denke ich, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach jetzt dahergesprochen. Wir sind zu einer großen Wahrscheinlichkeit ein umgesetztes Team. Da kann es schon mal richtige Brocken wie Eis Roma, Eintracht Frankfurt geben. Da kann man davon nicht ausgehen, dass man da so mit einem Fingerschnipser drüber kommt. Grundsätzlich will ich meiner Mannschaft vermitteln, dass sie in jedem Spiel, egal gegen welchen Gegner, an den Sieg glaubt. Und genauso werden wir auch an dieses Europa-Cup-Playoff herangehen. Aber davor ist für mich noch Cup, Wattens, LASK und dann gilt der Fokus dem Europa-Cup. Alles klar, alles Gute dafür. Danke, servus.